Hi zusammen, schön, dass Sie wieder da sind. Also heute zeige ich euch, wie Sie ein Objekt beleuchten können mit Blender. Und zwar, wir beginnen mit einem neuen Projekt, Datei neu, und dann können wir einfach loslegen. Unsere Würfel haben jetzt die Möglichkeit hier zu wischen. Und wir können zum Beispiel unsere Hintergrundfarbe ein bisschen ändern. Und es wäre schön, damit wir besser sehen können. Also wir ändern jetzt unsere Hintergrundfarbe, indem wir ein Bild hochladen können. Also wir öffnen das Bild, wo wir das Bild gespeichert haben. Ein blauer Hintergrund wollen wir jetzt haben. Und wir haben die Möglichkeit, die Deckkraft hier erstmal zu ändern, und wir können das Bild hier skalieren. Sofort sehen Sie schon, wir können ein Element hier hinzufügen, und dann können Sie zum Beispiel sehen, wie wir einfach die Sachen so beleuchten können. Also hier skalieren das Objekt hier, und Sie haben die Möglichkeit, auch mit R so zu drehen, wie Sie einfach haben wollen. Und Sie haben auch hier die Möglichkeit, all diese Sachen nochmal zu bearbeiten. Zum Beispiel die Rotation können Sie nochmal hier richtig bearbeiten. Auf unserer X-Achse, auf unserer Y-Achse haben Sie die Möglichkeit, auf unserer Z-Achse sogar können Sie nochmal das Projekt nochmal richtig drehen, wie Sie einfach haben wollen. Skalieren haben Sie auch die Möglichkeit hier, wie Sie wollen. Und Sie können noch verkleinern, wie Sie einfach wollen, und Sie sehen schon, was man damit machen kann. Auf der X-Achse können Sie auch skalieren. Und Sie haben auch mit der Delta-Transformation alles nochmal zu ändern, wie Sie einfach haben wollten. Sie sehen schon, was ich hier mache. Und so können Sie einfach die Sachen richtig ändern, wie Sie einfach haben wollten. Und natürlich können Sie nochmal ein bisschen drehen, wie Sie einfach haben wollen, damit Sie wirklich sehen, was Sie da gemacht haben. Also so. Und jetzt wollen wir zum Beispiel das Objekt nochmal richtig beleuchten, indem wir einfach auf Hinzufügen gehen. Dann holen wir unsere Lampe, und wir können hier auf unsere Eigenschaften gehen, und die Lampe steht schon da. Sie sehen, wir haben Punkt, Sonne und Scheinwerfer, Halbkugel und Fläche. Also, und hier können wir eine Farbe zum Beispiel holen, und dann wird es einfach zugewiesen. Also wir können zum Beispiel nochmal hier gehen, auf Google gehen, und da haben wir die Möglichkeit nochmal ein bisschen zu skalieren. Also auf unsere Sonne, dann haben wir auch die Möglichkeit, also wir gehen ein bisschen, wir gehen auf unsere Material, Texturfarbe hier, dann sehen Sie einfach, wie es jetzt aussieht. Also diese Farbe, Sie sehen schon, wie es aussieht, und das ist Punkt, das ist die Sonne. Und das ist Scheinwerfer, und wir haben eine Halbkugel da, und als Fläche sieht es einfach so aus. Und die Energie können Sie nochmal erhöhen, wie Sie einfach haben wollen. Und mit der Sonne wird es einfach sehr heller sein. Und Sie können nochmal ein bisschen reduzieren, und dann wird es einfach so aussehen. Sie sehen schon, wir können noch ein bisschen heller reduzieren, wie wir einfach haben. Und die Farbe haben Sie auch die Möglichkeit auch zu ändern, wie Sie einfach wollen. Also von daher sehr schön. Natürlich können Sie auch nur einen Teil so beleuchten, wie Sie einfach haben wollen. Und von daher zeige ich euch nochmal in dem nächsten Video, wie Sie einfach die Sachen so nochmal richtig ändern können. Und bleiben Sie einfach dran. Die Energie können wir auch hier einfach ändern, wie wir wollen. Wir können auch mit Schatten hier unten. Und ich zeige euch nochmal in dem nächsten Video, wie Sie das Ganze erreichen. Und ich freue mich einfach sehr, dieses Video mit euch geteilt zu haben. Und freue mich nochmal, das nächste Video wieder mit euch.